So, willkommen zum 73. Let's Play von Kingdom Hearts 2. So, und wir sind ja jetzt in Atlantica und benutzen den Magneten, um die Erik-Statue hochzuholen und landen. Die Konsole ist immer noch laut, aber es geht erstmal nicht anders. Hm. Ja. So, mal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Weiß ich jetzt ja gerade auch nicht. Sollen wir müssen Fabius oder Sebastian ansprechen? Und ne, Ariel müssen wir ansprechen, glaube ich. Oder die Kugel, die da drüben ist. So. Sag mal, du siehst so zuversichtlich aus. Denkst du, du kannst mir mit dem Anhänger helfen? Ja. Jetzt oder nie? Da müssen wir auch ein bisschen lauter reden, sonst. Kapitel 4. Ursula Rache. Aber mit Sextus und wieder das andere wieder. Plotsam und Jetsam. Das ist great, Sora. I know he'll be happy to have this back. And just who is this und wer ist er? Das? Und wer ist dieser Herr? Nein. Ariel, you know how dangerous humans are. You don't even know him. Oh, Daddy, you told me that you don't trust muss auch humans, überall hinkommen. But they can't all be as viel zu schnell, deswegen kommt gerade kein Text. And I'm, well, I'm gonna prove it to you. Ja. So help me, Ariel. Weil ich kann gerade nicht selber schalten. Weil das automatisch wegkommt. Ja. Und jetzt auch schon die Statue. Aua. No. Ja, Triton fühlt sich unnocool, wenn er den Stab hat, aber da hat man an der Wand schon gesehen, was da ist. Die Konsole hat sich leicht beruhigt gerade. Warum die erst Dampf gibt und dann etwas leiser wird. Ein bisschen reizig. Jetzt kann man im Normal. Oh yeah, du armes Kind. Huh? Ursula. Du bist Ursula, die Seehexe. Hat mein Vater dich nicht verbannt? So ist es manche Seeherzchen, aber wie könnte ich wegbleiben? Nachdem ich gehört habe, wie sehr du leidest. Was du brauchst, ist der Ratschlag einer Frau. Hä? Einer Frau, na klar. Was, wenn ich all deine Träume wahr werden lassen könnte? Mein Vater würde das niemals zulassen. Oh, naja. Dann kann es keine Liebe sein. Wenn du die Sache so leicht aufgibst, könntest du mir vielleicht wirklich helfen? Aber wie? Das Problem ist einfach gelöst. Du musst auch ein Mensch werden. Ein Mensch? Und du kannst mir helfen? Mein liebes, süßes Kindchen, das ist mein Beruf. Oh. Fabius und Sebastian. Schrecklich, Fabius. Das musst du dem König berichten. Ja, alles war Petz. Geht klar. Dann ist es abgemacht. Ich verwandle dich hier und jetzt in einen Menschen. Alles, was du tun musst, ist einen kleinen Vertrag zu unterschreiben. Ein Vertrag? Ganz genau, Zuckerstück. Deine Gegenleistung ist mehr eine Geste, eine Lappalie. Was ich von dir will, ist deine Stimme. Meine Stimme? Fast hätte ich es vergessen. Ich kann dich nur für 3 Tage in einen Menschen verwandeln. Bevor die Sonne am 3. Tag untergeht, musst du es geschafft haben, dass sich Prinz Herzblatt in dich verliebt hat. Das heißt, er muss dich küssen. Wenn nicht, verwandelst du dich zurück in eine Meerjungfrau und du gehörst an Mia. Vielleicht findest du meine Bedingungen ein wenig hart. Aber immerhin bist du König Tritons hübsches kleines Prinzesschen. Von ganz Atlantica verehrt. Du hast praktisch die Garantie auf dein Leben im Glück. Bist du sicher, dass du nicht auf deinen Vater hören willst? Du musst dafür nur deine wahre Liebe aufgeben. Na komm, Zuckerstück.
Das ist deine letzte Gelegenheit. Aber mir liegt natürlich nichts ferner, als sich zu irgendwas zu drängen. Hör dich auf die Orgel! Aber sie macht's doch. Ja. Das kennen wir ja schon aus dem Film. I won't intrude any longer. Hier kann man wieder nicht selber schreiben. Ich verschwinde. Willst du meine Hilfe? Offenbar nicht. Schade nur um dein Märchenprinz. Es ist ein guter Fang. Und da drin ist die Stimme. In diesem. In dieser Muschel. Ja. All I have to do is Janity Signet. Flatsam und Jetsam. Beziehungsweise Meerschaum und Abschaum. Ja. Kritze, Kritze. We have a deal. Here you go. Dann wollen wir mal. Ariel, don't! Sora, please! Zu spät! Stop her, man! Wait! Der muss so schnell wie möglich machen. Achi! Da sieht man. Oh, verflixt. Jetzt muss man sie schnell hochbringen. Oh no! Ja. She can't breathe like that. Franzose hat voll das Bauernding dran, ey. Das Bauernkleid. Ja. Du meinst das Bauernkleid? Ja. Da ist Eric. Typisch da Ken ist das. Typische Ken-Figur. Ja. Obwohl das Mattel eigentlich ist, nicht Disney. Trotzdem ja. Hat er das übernommen. Are you the girl? Please wake up. Bitte wach auf. Öffne die Augen. Wow, 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 wow. Muss ich erstmal an den Landgang gewöhnen. Ja. Wow. Easy there. Vorsicht, langsam. What's wrong? You can't speak. Kannst du nicht sprechen? Leider nicht. Oh. Sag mir vorher, wo kommst du? Wie soll Ariel das machen? Ja. Ohne Stimme geht das nicht. Ja. Das ist doch mein Anhänger. Ja, ist sein Anhänger. Ich fasse es nicht. Du hast ihn gefunden. Thank you. Please. Komm mal mit mir, ich werde dir helfen. I want to help you. Muss erstmal lernen, an Land zu laufen. Sieht aus, als ob es ganz gut läuft. Schon, aber sollten wir König Triton nicht davon berichten? Auf gar keinen Fall! Jetzt auf einmal! Es würde ihm das Herz brechen, wenn er das herausfinden würde. Jetzt auf einmal, so plaudert die auch immer rum. Was sollen wir also tun? Wir werden schön hier bleiben und dein Auge auf Ariel haben. Das ist es, was wir tun werden. Ich schätze, mehr können wir wohl auch gar nicht machen. Wie ist jetzt weiter? Oh, ah, yeah, das ist quasi gerade. Ich sollte nachsehen, wie es Ariel geht. Nach Ariel sehen? Erst nach einer Pause? Gehen wir. Gehen wir. Und dann ist der Palast. Also, bleiben wir hier und beobachten sie? Hast du eine bessere Idee? Wir könnten die Seehexe dazu überreden, ihr ihre Stimme zurückzugeben. Sie wird dich überhaupt nicht mit euch abgeben. Hey, man weiß nie, bevor man es nicht versucht hat. Vielleicht hast du recht. Es ist zumindest besser, als Schärchen zu drehen. Kann ich mich darauf verlassen, dass ihr euch um Ursula kümmert? Aber natürlich.
Ja, dann sollst du Suppenkrabber hinterher, wenn Trita mit dir fertig ist. Krabbensuppe. Ja. Alles läuft bis jetzt so gut, aber naja. Ich sag besser nicht zu viel. Ja. Aber später sieht Triton das zum Glück ein. Ja, und statt Ariels Name kommt dann Triton. Hey, wo ist Sebastian? Also. König Triton hat ihn in den Palast bestellt. Wenn König Triton herausfindet, was passiert ist, gibt's Ärger. Erst recht, weil wir ihn. Das war. Siehst du uns? Sie hat nur bis zum Donnerstag morgen Zeit. Stimmt doch, oder? Hey, look! Hey, seht doch! Ja, aber die verhindert das. Bitte! Die kann ich sehen! Wow. Nur, dass das im Film woanders war. Ja. War es nicht im Meer, sondern im Fluss. Ja. So oder so ähnlich, genau. So oder so ähnlich. Dann küss sie doch. Ja. No sign of Ursula anywhere. I wonder where that sea witch could have gone. Ich habe eine Vermutung, was passiert ist. Ariel's been crying for a long time. Ich vermute, was passiert ist. Ursula hat sich in das Mädchen verwandelt und. To stay here beside you. What would I do to see you? Smiling at me. Singt mit einer falschen Stimme. Ja. Damit Ariels Stimme singt. Ja. Aber voll gut hören, das ist der Film. Sieht man. Ja. Da sieht man. Das wieder ein Mensch zu sein. Okay, der war. Zack! Bist du in der eigentlichen Besitzerin? Ja. Hehe! Und die Betäubung ist auch weg. What happened? Die Trance. Ja. Hat sich schnell weggesprungen. Ja. Hat sich schnell verdünnisiert, Ursula. Ursula hat sich schnell verdünnisiert. Ja. Du kannst ja sprechen. You're the one. The girl who sang to me. Am Strand gesungen. Oh, Erik, ich wollte es dir sagen. Natürlich, du warst das! Du bist das Mädchen, das mich in jener Sturmnacht gerettet hat. Ja, das stimmt auch. Ja, aber nur mit Schwanzflosser. Oh, Ariel, es tut mir leid, dass ich mir dessen nicht eher bewusst wurde. You're the one I love. Eric. Not so fast. Nicht so schnell! Do you see what I see? Ja, ui. Der Sonnenuntergang. Ja, zu spät. Oh nein! Da mischt sich Eric aber noch mit ein. Ja. Nicht nur Eric. Ja, der wirft den Dreizack. Das ist ja komisch, dass der Prinz ihn auch nutzen kann, der den Dreizack, ja. Ja, eigentlich unmöglich. Ja. Ist eigentlich unmöglich. Ja. Wenn Triton den selber weggibt. Now, dearie, let's see how beautiful you are when I'm through with you. That nee, contract's no good. Let her go. Excuse Lass me. Sie frei. Wie? Zack! Und der Vertrag ist zerstört. Now. Even the great King Triton can't go round breaking binding contracts. Why, it just wouldn't do, would it? Now, if you'll excuse me, I have some loose ends to tie up. Wait, just promise you'll let my daughter go. Jetzt ändert er die Unterschrift. But ja, jetzt will Triton wohnen. Unless, of course, you're offering to take her place. Wir unterschreiben mit Dreizack. Ja, mir bleibt keine andere Wahl. Ah, dadurch konnte der Dreizack weitergegeben werden. Genau so war das. Eure Majestät!
Triton. Triton. Im Film war es jedenfalls so. Aber ich glaube hier, da... Naja, wir werden sehen. Freu dich nicht zu früh, Ursula. Das ist in der Lied noch. Freu dich nicht zu früh, Ursula. Ja, da ist ein Wurm geworden. Oder was auch immer es für eine Kreatur sein soll. Ja. Bei Ursula ist die gerne. At last. Endlich. Träum weiter. Jetzt der mächtigste Herrscher der Welt. You monster. Du Monster, lass ihn frei. Hoppala. Na, Pune. Ah, das ist so lange unter Wasser kann. Das ist schon heftig. Wir haben nicht undeutender Mensch. Ja. Nö. Träum weiter, Ursula. Wollte ich all meine Ruhe. Nö. Pet out. Jetzt kommt das Lied, wo man die Beziehung muss. Glaube ich ja. Glaube ich auch. Musikalische Herausforderung. Tipps. Eine neue Leiste ist erschienen. Drücke X schnell hintereinander, um Ursula zu besiegen. Drücke die Optionstaste während des Liedes, um abzubrechen. Nö. Das ist einfach... Wollen wir das machen kann wieder? Bist ja ein hast ja ein Talent dafür. Ja. Nicht wahr, Ender? Ja. Oh Mann. Für wen hätten die alle sich? Ich krieg gleich mal ein paar Kaffee. Ich bin nicht durcheinander gekommen. Da kann ich leider nicht viel machen. Das Exil stand hier. Excellent. Oh, Ratatatatong. Weg ist der Balkon. Ja. Was? Boah, bitte. Ich hab jetzt zu früh. So. Viel zu früh. Auch zu früh. Zapp! Erstmal kurz gezappt. Zapp, Ladin! Kork! Und runter in die Kaffee. Fighting for his prize without your precious mermaid. Now you're crazy with revenge. I suppose I sympathize. Weil, tust du mir schon leid. Wupp, daneben! I'm not gonna lose her! Right, we're with you all the way. Da hört man den englischen Namen von den beiden. Ja. Mehr noch mal nachschauen. Das ist eigentlich das leichteste Musikspiel von dem ganzen Musical hier, ja. Ja. Aber jetzt kommt ja noch das große Musical auch noch. Das große Finale, ja. Ja. Zack, excellent. Daneben! Nö, Ursula wird nicht gewinnen. Ja, geschafft. Mission clear. That's what you think. Das glaubst nur du. Autsch. Geschlagen. Und jetzt war der Regen. Wow. Genau, ins Boot! No. Ja, wenn er jetzt absäuft. Kluck, kluck! Kluck, kluck mit Bart! Und jetzt wirft er den erstmal. Ach, vorhin aufgeladen. Eigentlich kann er ihn normal werfen, nur aber nicht aufgeladen. Das ist das. Eigentlich geht das gar nicht. Game over, Ursula! Das war's! Doch! Das war mal Ursula. Ja. Das mit X war wohl nix. Sehr kurz. Das war eine sehr kurze Herrschaft übers Meer. Ja, Ariel, du kannst okay. Jetzt ins Boot. Ja, die Schwanzflosse ist dran. Ariel? Abgetaucht. Und jetzt springst du. Sieht man sie komplett. Sieht Erik sie mal komplett. Ja. Oh.
Ah, zum Glück darfst du jetzt jedes Wochenende zu ihm. Verstehst du, Erik? Dies ist der Grund, warum ich zu Ursula ging. Kann doch nicht sein. Doch, weil das dir ja früher sagen. Ich nah. Leb wohl. Aber Tritana, der Tritana ist warm und fleißiger Schwimmling. Ab ins Wasser. Well, I guess it's never too late to learn. Ja, zu lernen. I'd love to. Bingo. All right. Also. Und da hat Triton das eingesehen. Abtauchen. Mysteriöser Graben. Ein Schlüsselschwert für Zora. Besitzt hohe Magiekraft und erhöht Schaden, der durch Eis Attacken verursacht wird um 20%. Also um ein Fünftel. Ja. Prinz Erik ist ein starker Typ. Und mutig umdrein. Ja, aber ist ein Mensch. Oh Mann, nicht schon wieder. Wie lief's mit deinem Vater, Ariel? Super, danke für eure Hilfe. Ich muss los, bis später. Hey, warte! Sebastian, beinahe hätte ich's vergessen. König Triton sagt, das diesjährige Fest sei so wichtig, dass das Musical besser alles übertrifft, was du je gemacht hast. Alles übertrifft? Oh, was ich je gemacht habe. Ja, das Finale, wo man alles machen muss. Sag schon, was ist denn los? Ihr müsst mir einen Gefallen tun. Was blubberst du, Krabbe? Was? Oh, hui. Das hätte das Musical perfekt gemacht. Du benötigst Blitzgar, um Sebastians Idee in die Tat umzusetzen. Jo, dann würde ich erstmal sagen, dass es für dieses Video dann erstmal war und wir sehen uns dann im nächsten wieder. Wollen wir im nächsten hier erstmal rein? Nee, ich weiß nicht, was da los war. Lass uns erstmal Agrabah und Halloween Town machen. Also hier. Ja. Das 40 und das Alphys Alphys und dann hier. Agrabah. Jo, dann würde ich sagen, dass wir uns dann hier wiedersehen. So, dann erstmal und tschüss. Bis zum nächsten Let's Play. Ciao.